wirklich den Tesla in die Luft zu bringen. Wir wollen das Thema Begeisterung in der E-Mobilität auch im Flugbereich kommunizieren. Ja, das ist ja super, weil Ladestationen werden benötigt. Wir wissen, wie das geht und dieses Projekt ja gerne unterstützt. Ich bin Morell, Morell Westermann. Bis Ende August wollen wir die erste elektrische Flugroute mit eurer Unterstützung und auch mit der Unterstützung von verschiedenen Sponsoren und Industriepartnern und Supportern aufbauen. Und ich bin gespannt, wie sich das noch entwickelt. Wir sagen ja immer, Fliegen verbraucht so viel Ressourcen und wir sollen ja eigentlich weniger fliegen. Und du hast es dir quasi sozusagen zur Mission gemacht, Elektrofliegen salonfähig zu machen, kann man sagen? Im ersten Schritt mal bekannt zu machen, den Leuten zu zeigen, dass das geht, oder? Mhm. Sobald du außerhalb von deiner Infoblase unterwegs bist, können sich die Leute schon nicht vorstellen, dass man elektrisch Auto fahren kann. Das ja. Haben die allermeisten jetzt verstanden, dass das geht. Ja, sehr cool. Und wir sind hier am BER, weil du hast hier einen Termin, denn Ende des Jahres, Ende August, hast du vor, mit einem Elektroflieger von Zürich aus nach Berlin zu fliegen. Genau. Kannst du diesen Plan mal so ein bisschen erläutern? Also ist da, jetzt würde man sagen, ey, okay, jetzt nimmt er sich ein Elektroflugzeug, ole ole, dann fliegt er dahin und alles ist gut. Oder gibt es da Herausforderungen? Genau, also die meisten Leute, die deinen Kanal ja schauen, die verstehen ja Elektromobilität am Boden schon sehr gut. Ja. Stellt euch mal vor, wir sind vor 10 Jahren in der Elektromobilität am Boden. Da hat es Autos gehabt, die vielleicht so 120 Kilometer Reichweite hatten und keine Ladeinfrastruktur. Dann wäre so eine Reise von Zürich nach Berlin schon eine Herausforderung gewesen. Und an dem Punkt stehen wir heute in der Luftfahrt. Wir haben ein Flugzeug, was etwa eine Stunde Reichweite hat und keinerlei Ladeinfrastruktur. Also muss die Ladeinfrastruktur auf die Flugplätze. Letztes Jahr haben wir mit dem gleichen Flugzeugmodell ja von Schänes bis nach Norderney geflogen und haben gezeigt, dass das geht, dass man mit dem entsprechenden Aufwand und Logistik und Ladeinfrastruktur das machen kann. Und die Idee jetzt ist, zu einem Verkehrsflugplatz, dem BER, zu fliegen, auf existierender Ladeinfrastruktur, also schon eine richtige elektrische Flugroute aufzubauen. Das klingt auf jeden Fall cool und ich würde sagen, wir begleiten dich jetzt einfach mal bei deinem Termin und ihr kommt einfach mal mit. Schänes ist zufälligerweise noch dazu der Ort, wo die erste Elektroflugschule gegründet wurde, wo eben Sergio Fluglehrer ist und mit der Begeisterung für die Elektromobilität, wo ich seit einigen Jahren unterwegs bin, bin ich natürlich dann auch auf die Elektroflugzeuge aufmerksam geworden und das war auch der Zeitpunkt, wo ich angefangen habe mit dem Motorflugzeug. Für das Projekt hier bin ich sehr, sehr froh, seid ihr alle dabei, konnte ich euch mindestens mal bis zu dem Punkt jetzt begeistern und ich freue mich auf dieses offizielle Kickoff-Meeting gemeinsam mit den Vertretern vom Flughafen Berlin, Brandenburg Airport, BER. Bin ich ja auch flugbegeistert, habe Flugschein gehabt und habe immer schon in meinem Leben überlegt, wie kriegt man eben diesen Tesla in die Luft, wie kriegt man ein Businessmodell in der Luftfahrt, in dem man nicht viel mit dem großen Vermögen mit dem riesigen Vermögen anfangen muss, damit man ein großes Vermögen nachher hat, sondern eben wirklich Geld verdienen kann. Und das sah man halt in der Elektromobilität, dass das sich sehr gut entwickelt hat. Und jetzt sind wir an einem Punkt, wo eben mit den ersten elektrischen Flugzeugen man wirklich fliegen kann, aber immer noch weit weg von kommerziellen Flügen mit solchen Elektroflugzeugen. Jedoch werden die niemals so im Airbus- oder Boeing-Größenordnung fliegen. Elektrisch, rein elektrisch, batterieelektrisch, vielleicht mit Wasserstoff, mal sehen, aber das wird halt noch, da werde ich auch Opa sein wahrscheinlich bis dahin. Und von daher war die Überlegung, wie kriegt man es schnellstmöglich in nachhaltigen Luftfahrt umgesetzt.
Und das war unserer Meinung nach mit kleineren Elektroflugzeugen. Und deswegen haben wir schon 2017 dann die Firma Air2E gegründet, mit dem Ziel, zuerst mal eine Kundenbasis aufzubauen mit solchen kleineren Flugzeugen, eben Charterverkehre und Werksverbindungen für Firmen aufzubauen. Und haben da schon einige Kunden und immer mit dem Ziel, diese Kunden so schnell wie möglich eben auf elektrische Flugzeuge umzuswitchen. Ja, und jetzt gibt es halt dieses erste zertifizierte Flugzeug, was noch nicht so richtig für kommerziellen Luftverkehr geeignet ist. Vielleicht zwischen den Inseln mal sehen, aber mehr auch nicht. Aber es ist immerhin schon mal möglich, hierher zu fliegen. Deswegen haben wir dann mit dem Morell uns verbunden und werden diesen Sommer dann zu zweit, wahrscheinlich mit zwei Willis eben hier hochfliegen. Und das zu zeigen, dass Elektromobilität schon in der Luft möglich ist. Und gleichzeitig ist auch Air2E jetzt dabei, entsprechende Flugzeuge, die dann auch kommerziell einsetzbar sind, nämlich achtsitzige Flugzeuge, eben zu kaufen, die natürlich noch einige Zeit benötigen, bis sie fertig entwickelt sind und fertig zertifiziert sind. Nichtsdestotrotz haben wir uns jetzt schon mal entsprechende Lieferslots eben gesichert, um hier in Europa die erste Airline zu sein, die dann mit solchen Flugzeugen auch wirklich einen kommerziellen Betrieb realisieren kann. Bei mir treffen drei interessante Umstände aufeinander, wodurch ich hierher gefunden habe. Ich zähle sie kurz auf und dann wird die Verbindung, glaube ich, klar. Also als erstes bin ich der Geschäftsführer und Gründer der Firma Xada aus Dresden. Wir sind ein Dienstleistungsunternehmen und Planungsbüro, das Ladeinfrastruktur plant, realisiert und betreibt für Kunden. Bis jetzt ausschließlich für Autos, also für PKWs. Und das ist meine eine Passion. Die zweite ist, dass ich Landesvertretung bin vom Bundesverband Elektromobilität, der ja hier mit dem Frank auch anwesend ist und dieses Projekt ja gerne unterstützt. Jetzt ist die Frage, wie komme ich zur Fliegerei? Ich bin nämlich selber Privatpilot und Fluglehrer in der Segelfliegerei und in der Sportfliegerei. Und daher ist es natürlich, als ich das gehört habe, vor erst einer Woche hat mir der Frank das erzählt, dass sie hier diese Sachen aufeinandertreffen, dachte ich, na, das ist doch super, weil Ladestationen werden benötigt, wir wissen, wie das geht. So riesig ist der Unterschied natürlich nicht technisch, was den Aufbau angeht. Es geht vielleicht ein paar Abrechnungssachen. Da ist ja auch alles noch nicht entschieden in der Fliegerei für Flugzeuge, aber was wir können, sind Ladestationen bauen. Das machen wir jeden Tag und daher wollen wir gerne zuliefern und unterstützen, diese Station aufzubauen und zu betreiben. Und wie das genau aussieht, wird sich noch fügen, aber wir sind dabei. Erstmal mal ein ganz großer Dank an Morell, der hier so eine Runde zusammengebracht hat, so ganz kurzfristig, finde ich auch großartig. Und natürlich dann schon mal hergeflogen, leider noch nicht aber immerhin, auch mit Flieger unterwegs. Für uns als Bundesverband E-Mobilität, wir sind ein B2B-Verband, also ein reiner Unternehmerverband. Es ist extrem wichtig, die E-Mobilität in allen Bereichen umsetzen zu können. Das ist, wir bearbeiten die Schifffahrt, wir arbeiten Leichtfahrzeuge, wir arbeiten natürlich Autos, E-Bikes und wollen natürlich sehen, dass jetzt die E-Aviation auch ganz weit nach vorne kommt. Wir glauben als Bundesverband, der schon 12 Jahren an dem Thema E-Mobilität dran ist, dass da ein ganz riesiges Potenzial steht. Ich bin glücklich, dass der Morell jetzt bei uns im Fachbeirat dabei ist und das Thema E-Aviation bei uns im Verband sozusagen mitkommuniziert. Wir haben schon eine eigene Arbeitsgruppe E-Aviation, auch herzlich eingeladen, an dieser Arbeitsgruppe teilzunehmen. Das gibt es, glaube ich, sonst deutschlandweit in der Form keine. Und ganz wichtig für uns, wir wollen das Thema Begeisterung in der E-Mobilität auch im Flugbereich kommunizieren. Und das soll eben nicht nur so, sagen wir mal, so eine seichte Nummer sein, sondern da soll eben die Power dahinter sein, dass es sich auch extrem schnell entwickelt und wir vielleicht in 5 Jahren schon ganz großartige E-Flugzeuge im Himmel sehen und dort einen exponentiellen Wachstum sehen. Das ist immer ganz wichtig für uns und ich glaube fest daran und auch deswegen sind wir hier als Bundesverband, um das Thema nach vorne zu spielen. Wir sind mega stolz drauf. Das ist mega cool, dass das geklappt hat. Wir sind tatsächlich ein Stück von der Zukunft, auch wenn es nur ein sehr kleines Flugzeug ist, die Routen noch sehr kleine Lecks, also kleine Abschnitte haben, aber es trotzdem ein Signal ist. Und das, was ich vorhin sagen wollte, das Fliegen ist ja nicht das, was ein neuer, von mir aus auch grüner Verkehrsminister verhindern möchte. Es geht ja nicht um das Verkehrsmittel als solches. Es geht um den Emissionsbeitrag von diesem. Und das ist Lärm. Das habt ihr sehr gut in der Umgebung, oder? Lärm ist ein Riesenthema. Aber natürlich auch CO2. Und beides kann man mit einem neuen Antriebskonzept, und ich nehme mal an, dass das jetzt mal elektrisch sein wird,
sehr gut adressieren. Von daher ist das schon ein Projekt, was auch ein sehr gutes Signal sein kann. Über die Zeitstrahl können wir uns noch unterhalten. Ist das in 3 oder 5 oder 10 Jahren oder noch viel später? Norbert sagte, wir werden nie so groß sein. Ich bin immer vorsichtig mit nie. Aber die Thematik ist natürlich, dass man mit kleinen elektrischen Flugzeugen schon jetzt das Lärmthema adressieren kann. Weniger konkret für den Bär. Das ist mehr so für die Flugschulen, für die Privatfliegerei, sowas wie Schönefeld und sowas. Aber auch perspektivisch Airbus, Boeing, alle Großen arbeiten an neuen Antriebskonzepten aus dem Emissionsaspekt, aber auch Lärm. Und das sind Facetten, die treffen auch die großen Flughäfen wie auch den Bär. Wenn mit der elektrischen Luftfahrt es jetzt wirklich in der Lage ist, zumindest mal innerhalb von Europa alle Strecken eben genauso komfortabel abzufliegen, aber um 13.34 Uhr, wo ich jetzt fliegen will, nicht morgens um 8 und abends um 9, sondern jetzt eben nach Köln, wie Christian jetzt vielleicht muss, eben zu fliegen oder sowas, dann ist das individuelle Luftfahrt. Und ich denke, da könnte es eben mit der elektrischen Luftfahrt sehr schnell hinkommen. Und dass wir plötzlich einen Nokia-Effekt eben haben, auch in der Luftfahrt. Da wird alles länger dauern als bei den Dingern hier. Aber es ist nicht gesagt, dass die Luftfahrt in 20 Jahren noch mit den großen Dingern hier ist. Jetzt hast du abschließend vielleicht noch, hast du im Meeting gerade ganz gut aufgezählt, wie lange es jetzt wirklich nichts Bahnbrechendes mehr in der Luftfahrt gab. Vielleicht kannst du das nochmal für unsere Zuschauer zusammenfassen. Ja, also wenn man mal wirklich von ganz weit oben schaut in die Luftfahrt, dann ist das sicherlich das Fliegen mal motorlos erfunden worden, die Gleiter, ne? Hier die Arto in Berlin und in Hannover gab es auch so einen und der Motorflug dann mit den Gebrüdern Wright so. Anfang des 19. Jahrhunderts ist sicher der Meilenstein gewesen, motorisiert zu fliegen. Bis zum, ich sag mal, Ende Zweiten Weltkrieg waren halt Kolbentriebwerke die primäre Antriebsform von diesen Flugzeugen, bis dann das Stahltriebwerk, also die Jet-Turbine, erfunden wurde. Und das war so in den 50ern erfolgt und danach ist nichts mehr passiert. Also die letzten 70 Jahre ist in der Luftfahrt nichts Bahnbrechendes Neues entwickelt worden. Und der elektrische Antrieb jetzt für Flugzeuge ist tatsächlich mal was Neues. Also es ist wirklich auch eine ganz, ganz neue Art der Fliegerei. Und hast du das Gefühl, das erkennt noch gar nicht so jeder, was das eigentlich für eine irre Geschichte ist? Wenn man den Leuten das erzählt, dann sind sie komplett begeistert und dann versteht man das sehr schnell, was das bedeutet. Aber für die meisten Menschen ist elektrische Fliegerei einfach überhaupt nicht auf dem Fokus. Also für die allermeisten ist auch das elektrische Autofahren noch irgendwas Innovatives. Und da haben wir jetzt ja gesehen, das funktioniert. Und wenn man dann über elektrische Flugzeuge spricht, dann ist also erstmal so totale Verwirrung und ja, das geht ja nicht und die Flugzeuge haben so wenig Reichweite, die Akkus sind zu schwer, das stimmt auch alles, aber trotzdem funktioniert das schon und so fängt halt neue Technologie halt an. Und heute ist so ein ganz wichtiger Startschuss. Dankeschön und danke ganz dir. Viel Erfolg. Danke. Ja.